Deswegen sage ich Ihnen ganz klar, das ist unparlamentarisch und das werden wir in diesem Haus nicht dulden. Herzlichen Dank. Das Wort hat Otto Fricke für die FDP-Fraktion. Der AfD-Abgeordnete Stefan Keuter hat im Bundestag für einen Eklat gesorgt. Er verglich die frühere Kanzlerin Angela Merkel indirekt mit Adolf Hitler. Dessen Namen nahm er am Mittwoch in der Haushaltsdebatte bei der Beratung des Etats des Auswärtigen Amts zwar nicht in den Mund, er sagte aber: Abgesehen von einem böhmischen Gefreiten hat noch nie jemand so viel Unglück über Deutschland gebracht wie diese ehemalige Bundeskanzlerin. Als böhmischen Gefreiten hatte Reichspräsident Paul von Hindenburg Anfang der 1930er Jahre den anfangs von ihm verachteten Nationalsozialisten und späteren Reichskanzler Hitler herablassend bezeichnet. Die amtierende Sitzungsleiterin, Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, rügte den AfD-Abgeordneten zwar, erteilte ihm aber zunächst keinen Ordnungsruf. Man könne im Bundestag zwar jede Meinung äußern, sagte sie, aber was nicht geht, sind persönliche Beleidigungen. Und was auch nicht geht, ist, so en passant, Personen aus der Politik dieses Landes gleichzusetzen mit solchen, die im Nationalsozialismus Macht hatten. Deswegen sage ich Ihnen ganz klar, das ist unparlamentarisch und das werden wir in diesem Haus nicht dulden. Herzlichen Dank.